Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blades. In der letzten Folge haben wir versucht herauszufinden, wo wir lang müssen. Ah, schöne Zeit. Und ja, ich habe herausgefunden, dank dem allmächtigen Internet, ja, soweit bin ich schon gegangen, nachdem ich noch mal hier eine halbe Stunde rumgerannt bin, zusätzlich zu den 15 Minuten, die wir in der letzten Folge auch noch rumgerannt sind. Und ja, rückblickend betrachtet ist es ja ziemlich offensichtlich. Hier, guck mal, da leuchtet was in seiner Hand. Hier liegt ein gefallener Wächter. Es ist, als hätte er etwas umklammert. Der Königshallenschlüssel, ein Schlüssel, mit dem man ins Innere der Königshalle gelangt. Ja, und damit dürfen wir ja wohl ein bisschen weiterkommen. Damit muss ich irgendeine Tür öffnen. Und ja, das war's. Oh, gut, weiter. Wir waren natürlich wieder sehr geil, ne? Dann müssen wir jetzt auch endlich mal zum Dach kommen und Fortschritt verbuchen. So, hier den. Ah, oh, okay, sehr gut. Okay, kommen wir jetzt zum Dach. Da wäre es voll toll. Nö, voll schwarz. So, kann ich dich kaputt machen? Ja, sehr gut. Wir laufen mal mit der anderen Waffe herum, ja, durch. Guck mal, ob sie bringt, weil damit kann sie voll so einen Nahkampfangriff machen. Finde ich voll geil. So, ungefähr so. Oh nein, nicht so ein Viech. Was? Wieso hab ich Dings bekommen? Und es ist, glaube ich, wirklich so, dass ich mit Dreieck irgendwie so, weiß ich, Explosionsdinger legen kann. Mit Viereck. Ich die wieder entzünden. Okay. Ups, oder habe ich geblockt? Sehr gut. So, die Kamera ist ein bisschen gegen mich hier gerade. Ungefähr so, ja, mit R2 und Dreieck. Jetzt explodiert Bums. Lebt er immer noch? Ja. Steh auf. Mark gibt's da nicht. Steh auf. Steh auf. Diese Kopf fehlt. Aber ah, ich möchte mich nicht unbedingt ein. Ach ja, die Dinger. Sehr gut. Freue mich schon echt, wenn wir mehrere Charaktere haben. Also zur gleichen Zeit. Werden so richtig abgehen können. Jetzt gucke ich mich aber auch weg überall rum. Weil ist aber nicht zu fassen. Weil ich so einen Typen nicht erkundet habe. Mehr weiß, wo ich lang muss. So, ich markiere euch mal alle. Jetzt boom! Bin ich geil. Bams. Nein, nein, nein. Zack. Sehr schön. So, eine Sekunde. Boah, Schüler stirbt. Boah. Ich hatte Möbel. Himmlisches Licht. Verdammt nochmal. Es hat mir was irgendwie so Erfahrungs-KP-Boost gibt. Nee, okay. Dann werden jetzt auch so Erfahrungspunkte von diesem Typen, die, glaube ich, die Waffen aufleveln. Ich hoffe, die kann man irgendwie so farmen später. Also das muss ich ja aufpassen, was ich die investiere. Oder von einer Punkte. Jetzt du. Bam. Nein, der andere. Genau so. Ah, Hilfe. Du hast kein Explosionsdingen. Jetzt hast du so ein Explosionsdingen. Sehr gut. Halt. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn ich verrecke. So, komm mal her. Bams. Zack. 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 Back. Falscher Knopf. Dumm. 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 Oh, der ist gar nicht tot, sich. Ja, das ist Erfolg gebracht. Und wir sind tot. Ah, warum habe ich gewusst, dass wir als erstes mit dir falken?
jetzt komme ich jetzt zum Speicherpunkt. Hauptmenü, wechseln den letzten Speicherpunkt, weitermachen, ja. Boah, jetzt muss ich schon wieder den Typen holen. Ah. Egal. Ja, ich glaube, ich muss mit ihr ein paar mehr Items einsetzen. Das ist gefährlich mit ihr. Na. Shizuka. Da. Und sagen. Hey. Das macht es alles ein bisschen schwierig, wenn die ganzen Lebenssachen nicht respawnen. Das ist ein bisschen hindernd. So. Dann noch mal da rein. Mal ein bisschen vorsichtiger. Sagt er und fragt noch mal. Sollte ich auch zu den Speicherpunkt zurückgehen, aber das ist ja auch immer so ein weiter Weg. Keine Ahnung, ich werde das schon nicht schaffen. Schade. Respawn doch. Und los. Rein da. Ich nehme an, das ist der einzige Weg, den wir öffnen können, ne? So, jetzt vorsichtig. Vorsichtig! Am besten mal die Bomben so. Ups, da. Anbringen. Ja, genau so. Und dann BAMS! Genau so. Und dann BAMS! Vor allem die Bomben. Die tun so schön andere Gegner treffen. Wenn die in der Explosionsradius sind, da. Macht das Sinn, ey. Wie? Oder auch nicht. Hilfe! Nicht blocken! Komm her! Zack! Keine Ahnung! Komm her! Komm her! Hilfe! So! Das eine Ding stärker, ich glaube ja, ne? Ist jetzt abgehauen? Jetzt. Die hinterlassen auch Dinger. So, komm her. Ich möchte auch da die Dinger haben. Glaube ich. Keine Ahnung. Die sind schon wieder abgehauen. Hey, kommt ihr her? Die sind einfach abgehauen. Na, jetzt kommen sie wieder. Ja, ich glaube, mit der Waffe laufe ich überhaupt wie so ein Gepisser. Mit 1 kann man ja anvisieren. Aber ich kann nicht springen, dann ich roll dann immer nur. Ich gehe da die Treppe auf, Mann. Der Vierangriff ist dann richtig blöd. Aber wir sind drei Angriff viel besser. Stirb, Kerze. Kerze? Nee. Keine Ahnung, was das ist. Lampe. Oh. Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand. Ist er gerade gegen die Decke gefallen? Ja, ein paar richtig geile Kombos, finde ich. Ja. Ja. Bams. Whoop. Bams. Also wenn man richtig kämpft, dann sieht es schon richtig beeindruckend aus. So, kommt mal her. Gleich spielen die Freunde. So, Dreieck, Dreieck, Dreieck. Ach, ja, Kreis, ist egal. Weiß nicht, macht da einen Unterschied, wenn man... Ja, okay, dann wäre der wahrscheinlich jetzt tot gewesen, ne? Egal. Ja, du hast jetzt nicht nochmal. Sehr gut. Ja, damit. 10 Dinger. Hallo?
So, wir sind jetzt bis hierhin gekommen, ohne zu brecken. Gut. Verdammt. Das Ding ist klüger als ich. Komm mal hier. Nein, das wollte ich gar nicht. Ey, ich hab Spinne. Muss ich dir erst in den Hintern treten? Ja, irgendwie ausprobieren. Je später man drückt, desto andere Angriff macht man. Irgendwas mit Viereck. Ja, kann ich da runterfallen? Hier ist irgendwas. Da, stimmt. Ja. Komm her. Hopp. Komm zu näher. Jetzt soll ich doch meine Waffe irgendwie aufballern. Damit die ein bisschen mehr Schaden macht. Was war das? Hilfe! So. Hilfe! Da kann man runterfallen, okay. Ach, dann kommt man wieder dahin, sehr gut. Ich dachte schon. Warte, dich knüpfe ich mir vor. Mich nur anmerken, ich bin auch schwer. Falls einige irgendwie durchgerusht sind, immer. Ich denke, du aus der Scheiße. Ich weiß nicht, ob das Spiel so schwer ist. Wo ist denn der Typ jetzt da? Komm her. Die ignorieren. Sehr gut. Steht auf. Boah, die wegen jedem Mist hier umkippen. Ich muss dann immer warten, bis sie aufstehen. Nein. Das sieht so übel aus. Okay, ich muss mal kurz gucken. Ah, okay, da kann man was machen. Okay, ich dachte, je nachdem wie spät man den Knopf drückt, desto... Oh, das ist ein Speicherpunkt, sehe ich gerade. Ah. Aus, als kann ich einfach mal an. Ah, nee, ich muss aufs Dach, genau. Keine Ahnung, ich habe so irgendwie an Devil May Cry gedacht. Je später man Angriffsknopf drückt, desto ja, andere Angriffe kommen dabei raus. So, wo bin ich jetzt hier rausgekommen? Ich bin jetzt hier drüben. Okay, dann ist hier links irgendwas, glaube ich. Hey! Au, au, Hilfe! Nein, das gefällt mir nicht! Jetzt, wenn ihr da runterfällt? Oh, ich hab was gemacht, sehr gut. Au! Ich könnte jetzt sagen, offscreen kaputt sauen. Ah, schon wieder. Wie kann man sich so festhalten? Au, Hilfe! Boah. Boah, komm schon. Ich. Da unten ist ein Speicherpunkt, aber da unten sind auch Gegner. Mann. Oh Mann. Ich muss echt auf sie aufpassen. Da sind voll viele Gegner. Ich kann auch zum Speicherpunkt rennen, aber. Ich will lieber erst die Dinger ja alle kaputt machen. Hier oben ist nichts, ne? Hallo. Oh, hi. Üppiges Waffen. Verdoppelt errungene Maschogane für 30 Sekunden. Cool. Okay, wenn man... Und ganz viele Leute von denen... Da kommen, so, hier kommt mal jetzt alle her. Bams. Hier drei, hier drei, hier drei, vier, vier drei, hier mal was?
Sehr gut. Ich glaube, das war ein Bogenschütze, oder? Sag mir etwa. Ja, das ist ein Bogenschütze. So, am besten wäre es, wenn die alle runterfallen würden. Dann würde ich es einfach machen. Hallo, Maschoblumen wurden zerstört. Der Maschoblumen-Zauber ist aufgehoben. Geil. Danke. Und die sind, glaube ich, runtergefallen, oder? Sehr gut. Ja. Würde ich sagen, kann man durch die Tür noch? Hier kann nicht eindringen. Verdammt. Okay. Genau, mal gucken, ob die eine Tür jetzt da auch offen ist. Was war unwahrscheinlich ist, aber egal. Dann versuche ich da unten die alle noch platt zu machen. Geht zum Speicherpunkt und dann. Okay, das war noch nicht, glaube ich. Okay, dann gehe ich zum Speicherpunkt und dann machen wir weiter. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht wieder da oben, ne? Ich gehe mal gucken. Weil ich möchte diese Essenzen auch schon haben. Hi. Halt sogar ihre AP, sehr gut. Okay, von denen kriege ich nichts. Schade. War noch mehr. War noch nicht mal der. Einer. Bams. Fall da runter, wenn es geht. So, jetzt komme ich. Autsch. Okay, im richtigen Moment X drücken. Sehr gut. So, enjoy ich mich mal. Ich gehe nur kurz zum Speicherpunkt, wenn ihr nichts dagegen habt. Okay, ich habe durch irgendwas Punkte bekommen. So, jetzt. Okay, jetzt kommt er. Jetzt kommt mal her, jetzt mache ich euch fertig. Nein. Die kippen aber auch echt durch jeden Mist um. Ich mal 10 Stunden warten muss, bis sie aufgestanden sind. Ach ja, die Richtung bestimmt ja auch, wie ich angreife, glaube ich. Eine Güte. Wird ja dieses Item hier einsetzen. Hat irgendwie mehr Essenzen gibt, aber lass ich mal lieber, ne? Vielleicht kommen irgendwann viel mehr Gegner. Eva. Ja, sehr gut. Ah! Geh weg. Und das heißt für mich wieder wegrennen. Geh weg. Komm her. Sehr gut. Eine Güte. Ich hier so aufpuppen muss. Ey. So, ich habe jetzt eine Idee. Komm mal her. Nutzt mal diesen Gegenstand. Verdoppelt das errungene Maschogane für 30 Sekunden. Jetzt mache ich den. Bams. Ja, schon sogar mit Effekten und so. Sehr schön. Wunderschön. Die Attacke war auch gut anzusehen. So, keine von diesen Mini-Dingern, okay. Also, sind da links noch welche? Ja, da sind sogar echt noch welche. Bams.
So, alles zerstört hier. Kann ich den Part beenden. Gut. In der nächsten Folge gehen wir dann durch diese Tür und gucken, was uns als nächstes erwartet. Alles klar, ich würde dann sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge.